Aua! 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 So. Da kann man nämlich nur rein, wenn man nur noch ein Leben hat. Und der Wooden Spoon. Oh, der Bob's Rotten Head, oder die Vergiftung hält einfach gefühlt ewig. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich mach. Oh. Oh, 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 oh. Mein Gott. Hätte ich hier noch beinahe beim Larry gekillt. So. Aber natürlich passiert es nicht. So, wir werden uns jetzt mal eben noch mal kurz hier unten die Herzen holen. Man weiß ja nie, was da noch so kommt. Das Herz sollte reichen, aber wir holen uns sicherheitshalber mal noch das halbe hier. Und ja, ich habe natürlich auch wieder gehofft, dass wieder ein HP-Upgrade drin ist. Oh, shit. Gut, dass ich mir das Herz holte. Das war auf jeden Fall worth. Oh. Upp. So, was haben wir denn hier? Hier können wir Leben tauschen gegen Münzen. Das ist gar nicht so schlecht. Weil wir viele Herzen hier haben. Oh, eine Goldkiste. Das ist nice. Müssen wir mal gucken. Nice. Das ist schon mal sehr schön. Die Viecher sollten einen eigentlich nicht treffen. Zack. Ja, mit dem Herz. Sehr schön. Super Pride, okay. Ich weiß gar nicht, was er nochmal macht. Pride macht ja diesen. Oh Gott. Er macht anscheinend gar nichts. Außer doof aussehen. Nice. Wir haben The Fool. The Fool bringt uns in einen random Raum. Das brauchen wir eigentlich jetzt hier nicht. Da hatte ich mal mega den Fail mit so einem Item. Und zwar war ich in der nicht in der Kathedrale. Ich war im, na, wie heißt das? In der Nekropolis, wo man auch gegen Mutter kämpft. Und da habe ich dann einfach mal bei The Fool mich direkt in den Mutterraum teleportiert und hatte noch nicht mal den Schatzraum eingesammelt und noch nicht mal den Shop, gar nichts. Also, das war richtiger Fail einfach. Also, keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Also, niemals The Fool in der Nekropolis benutzen, das kann ich euch schon mal raten. Das ist nämlich gar nicht so sneaky. Oh, das ist ja nice. Die Portable Blood Bank ist übrigens sehr, sehr lustig eigentlich. Gerade wenn man hier noch ein paar Herzen auf der Map liegen hat. Dann kann man sich nämlich so ein bisschen mit Münzen vollbomben. Und das ist eigentlich ganz cool. Münzen sind ja so, auch so eine Sache, die wir jetzt hier ganz gut gebrauchen können. Dann können wir uns wenigstens die nächsten Shops auch alle anschauen. Ich weiß, es werden nicht mehr viele kommen. Aber der ein oder andere wird ja doch schon noch kommen. Und vor allen Dingen auch hier so ein Bettler. Ne? So ein Bettler ist auch immer ganz cool. Weil der gibt uns immer Items, die auch in Schatzräumen oder bei, ja, zumindest. Oh, die Batterie, das ist gar nicht so schlecht. Wenn wir ein gutes Item finden, dann könnte sich das durchaus lohnen, weil wir doch ganz schön viele Münzen haben. So, hier werden wir uns das mal holen. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir ein halbes Herz und hier haben wir noch ein Herz. Das heißt, hier kann man noch zweimal die Bloodbank drücken. So. Jetzt haben wir die Bloodbank aufgebraucht. Jetzt werden wir zum einen in den Shop gehen. Da waren ja noch Items. Unter anderem die Coin Purse. Die war ja wirklich sehr cool. Die werden wir uns zuerst mal holen. Zack. Coin Purse. Und zack. Oh, ich hoffe, diese eine Pille hier ist gut. Help up! Yep! Das hat sich doch mal gelohnt, Leute. Das hat sich doch mal wirklich gelohnt. So, was haben wir hier?
Wombs-Aki. Na, das ist nicht so sneaky. Batrip. Na gut. Batrip hat uns jetzt lediglich ein blaues Herz gekostet. Das ist auch noch verkraftbar, denke ich mal. Ich werde, glaube ich, noch... Ich weiß nicht, werde ich nochmal? Nee, ich lasse es einfach. Ich werde die Bloodbank jetzt nicht nochmal drücken. Wir nehmen wieder unseren Rotten Head mit, das ist klar. Und dann können wir eigentlich in die nächste Ebene. Ich glaube, jetzt wird sogar wieder dieser weiße Loading Screen kommen, weil ich habe mal gelesen, in den Caves XL, also in diesen XL-Ebenen, danach kommt immer dieser weiße Loading Screen. Also es hängt dann ein wenig und dann kommt wieder dieser weiße Load Screen. Warum dieser Bug in diesem Game existiert, kein Mensch weiß es. Ich glaube, nicht mal der Entwickler hat einen Plan, warum und wieso. Aber wir lassen uns mal überraschen und gucken mal, ob wir jetzt einen weißen... Ach nee, wir bekommen keinen weißen Loading Screen. Anscheinend geht alles wie gehabt weiter, oder? Nee, wir bekommen einen. Denn jetzt hängt das Spiel ganz kurz. Oben steht auch schon wieder keine Rückmeldung. Und jetzt, wie ihr seht, der weiße Loading Screen. Keine Ahnung, warum und weshalb und wieso und weiß kein Mensch. Aber es... ist der Fall. Und wir haben wieder ein Curse of the Labyrinth. Oh Gott. Das ist aber auch nicht so cool eigentlich, weil wir wollen ja am besten so viele Shops wie möglich. Und das kriegen wir ja nur, indem wir auch so viele Ebenen wie möglich machen. Einzelebenen. Und das haben wir ja momentan nicht, weil wir haben ja momentan einfach, das ist der Fall, dass wir einfach ja, sehr viele Doppelebenen haben. Und in diesen Doppelebenen kommt leider nur ein Shop. Das ist schade. Sagen, dieser Raum wäre auch echt nervig, wenn man nicht fliegen könnte. Weil diese Spinnen sind einfach die Hölle. Die Hölle auf Erden. Zack, easy. Zack. Das ist übrigens auch diese Gegner, ich hoffe einfach mal, dass sie nicht in Binding of Isaac Rebirth vorkommen. Ah, ich habe mich sogar noch treffen lassen. Gibt's ja gar nicht. Die Gegner klauen übrigens Münzen. Zack. So, eine Kiste, das ist schon mal nice. Was haben wir denn da? Zwei Herzen und eine Bombe. Das ist doch mal ganz cool. Chubby. Holy Symbols. Zack. Easy, Chubby. Easy. Das war doch wirklich mal einfach. Aber es war auch kein Boss. Also es war schon ein Boss, aber... ja, in dem Sinne ja ein normaler Raum. Die Spinnen hier gehen auch easy von der Hand. Ich muss sagen, unser Schaden ist echt so gering momentan noch. Also... Ja, ich habe da wirklich ein bisschen Angst, muss ich sagen. Gut. So. Erst den Raum clearen und dann das blaue Herz einsammeln, wenn es geht. Natürlich nicht geht. Dann ist das auch egal. So. Wir haben schon wieder ein bisschen Leben. Wir machen mal so Fool einfach. Oh. Okay, ich habe immer so ein bisschen Angst, muss ich sagen. What? Ich muss sagen, welches Item wir auch noch nie gefunden haben, ist der Wafer. Darüber habe ich ja schon mal, glaube ich, in einem Part gesprochen. Und zwar ist es ein Item, das den Schaden in den unteren Ebenen verringert. Auf ein halbes Herz. Das heißt, man bekommt noch ein halbes Herz Schaden für normale Hits, auch von Bossen. Also zum Beispiel auch von Isaac. Und das ist ziemlich cool, weil man quasi dann doppelt so oft getroffen werden kann.
Das ist ja schon echt eine ganz schön coole Sache, muss ich sagen. Und da muss man aufpassen. Diese mit dem Schlabbermäulchen, die haben immer so ein bisschen in beide Richtungen Aggression. Man sollte eigentlich immer versuchen, Bob's Rotten Head kann man sich eigentlich echt gut aufheben auch. Unser Schaden ist wirklich super gering. Immer erst die Fliegen hier töten. Zack. Denn die Spucken nicht unendlich fliegen, sondern nur so ein paar. Und am Ende immer so eine Bombenfliege. Die sollte man auch auf jeden Fall töten. Und vor allen Dingen aus Range töten. Das ist ganz wichtig. So. Diese Stacheln kannst du mal auswählen, ist klar. Zack. Brauche ich nicht mal den Rotten Head von Bob. Den benötige ich nicht mal. Grundsätzlicher Trick. Mich haben auch Leute gefragt, ob ich ihnen Anfänger-Tricks oder Tipps geben kann. Und da kann ich euch sagen, der grundsätzliche Trick ist eigentlich immer, bleibt auf Range. Das ist eigentlich so der einfachste Trick. Warum ist der eine Kopf schon vorher weg gewesen? What the hell? Denn wenn ihr auf Entfernung bleibt zu den Gegnern, dann habt ihr nicht Probleme, dass die in euch reinschießen. Weil ihr könnt auf Entfernung einfacher den Kugeln ausweichen, als wenn sie direkt vor euch stehen, das ist klar. Deswegen immer auf Range versuchen, die Gegner zu töten. Außer natürlich, es geht nicht anders, aber sag mal, jetzt, wenn es so ist wie bei uns, wenn wir fliegen können, dann ist das wirklich schon sehr angebracht. Aber die Viecher sind zum Beispiel ein bisschen anders. Da ist das schon ein bisschen sneaky. Oh, der Kopf ging auf jeden Fall mal durch und durch. Da muss man wirklich aufpassen. Je mehr man von den Gegnern dann tot hat, desto besser. Beim Berühren der Gegner kriegt man nur ein halbes Herz, das heißt, berührt die Gegner lieber, anstatt euch so von den Gegnern treffen zu lassen. Mein Gott, das Dungeon ist aber auch riesig. Viecher sind eigentlich relativ easy. Den kann man relativ einfach ausweichen, sag ich mal, und es nimmt einfach kein Ende. Hier kann man auch stehen bleiben, denke ich mal. Oh shit. Natürlich schade gewesen. So, was haben wir denn hier? Speed up und Balls of Steel. Nice. Das ist doch mal schön. So, erst die Spinne töten. Dann die kleinen Typen hier. Man kann auch immer mal das Rotten Head Item benutzen. Wir haben ja auch die Batterie, also das Item lädt sich sowieso schneller auf. Von daher ist es auch ganz okay. Zack. Ich muss sagen, unser Damage ist wirklich abartig low. Aber man weiß ja nie, was noch kommt. Es kann ja durchaus sein, dass wir gleich einfach mal Dr. Fetus oder so finden. Und dann haben wir Dr. Fetus mit diesen Spirit Bombs. Also mit diesen durchschlagenden Bomben. Guck mal weg.
Stirb. So, das dürfte auch eine gute Pille gewesen sein. Speed up, genau. Das Dungeon ist auch echt riesig. Oh, Alter. Ist auch immer so ein bisschen tricky, diese Gegner.